Das Wort hat nun Kollegin Dorothee Menzner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, mit der Zustimmung zur Laufzeitverlängerung läuten Sie den Kampf ein zwischen Atomenergie und erneuerbaren Energien. Und wer ihn verlieren wird, das ist klar. Ich gebe Ihnen, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern jetzt mal eine energiepolitische Vorschau, einen Fahrplan, was uns als nächstes erwarten wird. Im Zuge der Laufzeitverlängerung kommt es zu immer häufigeren Netzüberlastungen durch Kohle- und Atomgrundlaststrom. Sie werden weiter lügen, das machen Sie ja die letzten Wochen auch schon, und behaupten, dass das ein Problem der zu vielen erneuerbaren Energien wäre. Wir werden das versuchen richtigzustellen, genauso wie Verbände und Initiativen. Aber Sie werden es nicht hören und nicht erkennen, dass diese stocksteife, nicht regelbare Atomenergie das Problem ist und nicht ein zu viel an Erneuerbaren. Sie werden dann, da bleibt Ihnen gar nicht viel anderes übrig, immer häufiger Wind- und Solaranlagen abschalten müssen, weil die Netze instabil werden. Das tun Sie schon heute, das werden Sie in Zukunft dann vermehrt tun müssen. Und weil Sie nach wie vor die Warnungen in den Wind schlagen, Ihre eigenen Sachverständigen ignorieren, die Signale der Umweltverbände, der Bevölkerung, der Stadtwerke, der erneuerbaren Energienbranche nicht ernst nehmen, ja sogar die Ihrer eigenen Bürgermeister ignorieren, werden Sie den bevorstehenden Systemkonflikt weiter auf die Spitze treiben. Und es ist ein Systemkonflikt. Ein Systemkonflikt zwischen Erneuerbaren und Grundlastkraftwerken, der Ihre eigene Sachverständigenrat auch konstatiert, der schreibt, jetzt wäre eine Entscheidung, eine Systementscheidung notwendig. Zuerst werden Sie, und das steht auch schon in Ihrem Energiekonzept drin, die Direktvermarktung von EEG-Strom umsetzen. Und dann werden Sie den Einspeisevorrang für erneuerbare Energien abschaffen müssen. Ich unterstelle Ihnen noch nicht mal, dass Sie das wollen. Es ist die zwanghafte Konsequenz Ihres verantwortungslosen Energiekonzeptes. Sie betreiben volkswirtschaftliches Schiffe versenken auf Kosten der Allgemeinheit. Und dass dieser Systemkonflikt längst Realität ist, konnten wir im letzten Jahr sehen. 18 Mal Strompreiskapriolen alleine 2009. Da wurde Strom zu Negativpreisen gehandelt oder, um es verständlicher zu machen, es wurde Strom gezahlt, wenn denn jemand ihn nur abnahm. Und das zu Zeiten, wo 4 Atomkraftwerke abgeschaltet waren und Deutschland massiv immer noch Strom ins Ausland importierte. 18 Mal war zu viel Grundlast im Netz und die Tendenz wird weiter zunehmen. Gewinnen werden bei diesem Prozess auch welche, die 4 Atomkonzerne und ihre Lobbyisten. Das ist hier schon mehrfach ausgeführt worden. Und das Gerede vom Abschöpfen des Großteils der Zusatzprovinze sind reine populistische Nebelkerzen. Die Verlierer werden die kommunalen Energieversorger sein, Tausende von Menschen, die um ihre Arbeitsplätze fürchten müssen, und die Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt die nachfolgenden Generationen. Sie verschanzen sich weiter hinter ihrer betonköpfigen Ignoranz. Ihre Chimäre von der Brückentechnologie, das ist eine Brücke, deren Ende irgendwo weit oberhalb des Wassers endet. Was Sie hier heute vertun, ist eine historische Chance. Und Sie lassen die Bürgerinnen und Bürger über Strompreise, über Sicherheitsrisiken und über die Steuern die Konzernprofite zahlen. Die Bürgerinnen und Bürger werden die Zeche zahlen, und ich versichere Ihnen, das werden Sie sich nicht widerstandslos gefallen lassen. Ich danke.